Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lass dich nicht täuschen. Weder die Unreinen, noch die Götzendiener, noch die Ehebrecher, noch die Weibchen, noch die Sodomiten, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde, noch die Schmäher, noch die Erpresser werden das Reich Gottes erben. 1. Korinther 6,19. Heute betreten wir ein heikles und ernstes Terrain. Schwere Sünden gemäß den heiligen Lehren der Bibel. Wenn Sie sich in einer dieser Situationen befinden, seien Sie sich darüber im Klaren, dass in Jesus Christus ein Licht der Hoffnung und Heilung strahlt. Diese Themen werden von der modernen Gesellschaft oft beiläufig behandelt und sogar normalisiert. Aus biblischer Sicht sind dies jedoch Verhaltensweisen, die uns von dem von Gott vorgezeichneten Weg und seinem Plan für unser Leben abbringen. Das heilige Wort ist klar, wenn es um die menschliche Sexualität geht. In seiner unendlichen Weisheit betrachtete Gott den sexuellen Akt als ein erhabenes Geschenk im Zusammenhang mit der Ehe. Allerdings legte er in der Heiligen Schrift eindeutige Grenzen fest. Das Überschreiten dieser Grenzen führt uns in das Gebiet der sexuellen Sünde, was destruktive und herzzerreißende Folgen hat. Sünde Nummer 1: Homosexualität. Als Nachfolger Christi ist es unerlässlich, dass wir diese Angelegenheit ernsthaft angehen. Unser Glaube basiert auf der Wahrheit des Wortes Gottes, das keine Relativierung in Bezug auf die Sünde duldet. In Levitikus 18,22 finden wir eine klare Aussage gegen homosexuelle Praktiken im Alten Testament. Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Greuel. In Levitikus 20,13 wird es als Greuel angesehen. Wenn ein Mann bei einem Mann lügt wie bei einer Frau, so begehen beide einen Greuel und werden mit Sicherheit die Folgen erleiden. Die Verantwortung für ihre Taten liegt bei ihnen. Im Evangelium nach Paulus geht er in den Versen 26 bis 27 des Römerbriefs auf die Folgen von Bedrängnis ein und hebt hervor, welchen Einfluss diese auf das Sexualverhalten haben, das von der Natur vorgegebenen Ordnung abweicht. Unabhängig von kulturellen Unterschieden und dem Lauf der Zeit wird die Ausübung von Homosexualität immer als im Widerspruch zum göttlichen Willen für die Beziehungen zwischen Menschen dargestellt. Die zentrale Botschaft ist jedoch die der Reue und Erneuerung für alle. In Vers 11 des ersten Buches der Korinther spricht Paulus von der Erlösung für diejenigen, die sich Christus zuwenden, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Als Mitglieder der Kirche ist es unsere Pflicht, denjenigen Liebe, Führung und Unterstützung anzubieten, die ihre Sünden überwinden und nach Gottes Geboten leben wollen. Nummer 2. Sinnlichkeit und Exhibitionismus. Es ist üblich, dieses Thema oberflächlich anzugehen. Seine spirituellen und moralischen Auswirkungen sind jedoch tiefgreifend, wie in den Heiligen Schriften dargelegt. Er diskutiert das Thema Sinnlichkeit und Exhibitionismus, Verhaltensweisen, die von biblischen Prinzipien abweichen, die die Achtung unseres Körpers betonen. Die Bibel lehrt uns, dass unser Körper heilig ist, Tempel des Heiligen Geistes in 1. Korinther 6,18-20 warnt uns Paulus, Unzucht zu vermeiden, denn jede Sünde, die wir begehen, geschieht außerhalb des Körpers, aber wer Prostitution begeht, sündigt gegen sich selbst. Er erinnert uns daran, dass unser Körper der Ort ist, an dem der Heilige Geist wohnt. Ein Geschenk Gottes und dass wir nicht uns selbst gehören, denn wir wurden zu einem hohen Preis erkauft. Deshalb müssen wir Gott in unserem Körper verherrlichen. Paulus unterstreicht damit den Wert, den Gott jedem von uns beimisst. Unser Körper ist kein Gut, über das wir nach Belieben verfügen können. Es wurde teuer erkauft, das Opfer Christi Jesu. Er warnte uns vor den Konsequenzen, die es mit sich bringt, andere zur Sünde zu beeinflussen. Wie in Matthäus 5,28 beschrieben, wo er sagt, dass jeder, der eine Frau mit unreinen Absichten ansieht, in seinem Herzen bereits Ehebruch begangen hat. Wir leben in einer Kultur, die die provokative Darstellung unseres Körpers zelebriert und fördert. Die Medien, Mode und sozialen Netzwerke sind voller Bilder, die die biblischen Prinzipien der Bescheidenheit und Reinheit in Frage stellen.
Als Nachfolger Christi stehen wir vor der Herausforderung, einen Lebensstil anzunehmen, der die Werte des Reiches Gottes widerspiegelt, nicht die der Welt um uns herum. Exhibitionismus und Sinnlichkeit verzerren nicht nur die göttliche Vision der menschlichen Sexualität, sondern entwerten auch die innere Würde der Menschen und degradieren sie zu bloßen Objekten der Begierde. Dieses Verhalten steht in krassem Gegensatz zur biblischen Lehre, die jeden Einzelnen als eine kostbare Schöpfung Gottes anerkennt, die Respekt und Liebe verdient. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Brüder und Schwestern in Christus darüber nachdenken, wie wir unseren Körper der Welt präsentieren. Mögen unsere Kleidungswahl und unser tägliches Verhalten Ausdruck der Heiligkeit und Reinheit sein, zu der Gott uns berufen hat. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Christen dazu berufen sind, das Licht der Welt und das Salz der Erde zu sein, mit der Aufgabe, einen Unterschied zu machen und Gott in all unseren Handlungen zu verherrlichen, einschließlich der Art und Weise, wie wir uns kleiden. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass unsere Entscheidungen die Kraft haben, mit gutem Beispiel voranzugehen und der Welt die Schönheit und Würde eines Lebens zu demonstrieren, das nach göttlichen Maßstäben geführt wird. Mögen wir uns jeden Tag dafür entscheiden, uns so zu kleiden und zu verhalten, dass sie Gott ehren und andere dazu inspirieren, in allen Bereichen ihres Lebens nach Reinheit zu streben. Amen. Nummer 3. Ehebruch. Obwohl es sich um ein heikles Thema handelt, ist es wichtig, darüber zu diskutieren, da die Folgen dieser Sünde sowohl geistig als auch emotional zutiefst zerstörerisch sind. Die Heilige Schrift gibt uns klare und direkte Orientierung zu diesem Thema, und es ist unsere Pflicht als Christen, diese Lehren zu verstehen und zu befolgen. Im Buch Sprüche 6,32 werden wir mit der Schwere dieser Tat konfrontiert. Wer es praktiziert, beweist einen Mangel an Urteilsvermögen. Indem sie so handeln, schaden sie sich selbst. Diese Worte sind nicht nur eine Warnung, sondern eine Aussage über die verheerenden Folgen des Ehebruchs. Diese Sünde untergräbt nicht nur das Vertrauen, sondern zerstört auch das Gefüge unserer intimsten Beziehungen, wie zum Beispiel der Ehe. Durch seinen Dienst erweiterte Jesus unser Verständnis von Ehebruch und ging über den physischen Aspekt hinaus. In Matthäus 5,27-28 belehrt er uns: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst keinen Ehebruch begehen. Ich sage euch aber, dass jeder, der eine Frau mit unreinen Begierden im Herzen ansieht, bereits Ehebruch begangen hat. Mit ihr. Jesus setzt mit diesen Worten einen höheren Maßstab. Es geht nicht nur darum, körperliche Untreue zu vermeiden, sondern auch darum, ein reines Herz und eine unzerbrechliche Verpflichtung gegenüber ihrem Ehepartner zu pflegen. Er zeigt uns, dass Ehebruch lange vor der körperlichen Handlung beginnt, in den Tiefen des Herzens und des Geistes. Dies fordert uns heraus, darüber nachzudenken, wie wir unsere Gedanken und Gefühle kultivieren. Stärken wir Treue und Liebe in unseren Beziehungen oder lassen wir zu, dass ungeordnete Wünsche und Fantasien in unserem Eheleben Raum einnehmen? Der Ruf Christi ist eine Einladung zu völliger Integrität und Loyalität, nicht nur in unseren Handlungen, sondern auch in unseren tiefsten Gedanken und Wünschen. Er sehnt sich danach, dass unsere Ehen ein Spiegel seines Engagements und seiner aufopferungsvollen Liebe zur Kirche sind, wie es in Epheser 5, Vers 25 beschrieben wird. Ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Deshalb, Brüder und Schwestern, ist es unbedingt erforderlich, dass wir das Gebot gegen Ehebruch ernst nehmen und es nicht nur als Verbot einer Handlung verstehen, sondern als Einladung, eine tiefe und liebevolle Beziehung zu unserem Partner zu pflegen. Mögen die Häuser, in denen wir leben, Festungen der Liebe, des Vertrauens und der Loyalität sein, in denen jeder Einzelne die göttliche Liebe erfährt, die uns leitet. Wir beten zu Gott, dass er uns Treue in allen Dimensionen unserer Existenz schenkt und unsere Herzen und ehelichen Bindungen vor allen möglichen Widrigkeiten schützt.
Angesichts der Herausforderungen und Verführungen des Lebens suchen wir endlos nach der Weisheit und Kraft, die nur er bieten kann. Amen. Nummer 4. Unzucht. Auch wenn dieses Konzept unter bestimmten Umständen antiquiert erscheinen mag, geht es lediglich um die Praxis sexueller Beziehungen vor oder außerhalb der Ehe. Für Nachfolger Christi ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, was die Bibel zu diesem Thema lehrt. Und dafür gibt es einen wichtigen Grund. In 1. Korinther 7,2 gibt Paulus einen direkten praktischen Rat. Aber wegen der sexuellen Unmoral soll jedermann seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Ehemann. Dieser Vers ist integraler Bestandteil einer umfassenderen Debatte, in der Paulus die entscheidende Bedeutung der sexuellen Keuschheit innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen anspricht. Er reagierte auf die Umstände seiner Zeit, die durch die Verbreitung sexuellen Fehlverhaltens gekennzeichnet waren, und betonte die lebenswichtige Notwendigkeit für jeden Anhänger, auf eine Weise zu leben, die Gott mit seinem eigenen Wesen verherrlicht. Auf den ersten Seiten der Genesis erkennen wir, dass die menschliche Sexualität von Gott als Ausdruck der Liebe und Verbindung zwischen Mann und Frau geschaffen wurde und auf die heiligen Bande der Ehe beschränkt war. Dies ist ein göttliches Geschenk, das den Ehebund und die Fähigkeit, Leben hervorzubringen, stärken soll. Wenn Sex jedoch über die etablierten heiligen Grenzen hinaus erforscht wird, verwandelt er sich von einem himmlischen Geschenk in einen Vektor der Schande für das göttliche Projekt und den Körper selbst, der das Heiligtum des Heiligen Geistes ist. Im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 4 werden wir ermahnt, das Ehebett unbefleckt zu halten. Denn der Herr wird sowohl Ehebrecher als auch diejenigen richten, die sich unmoralischen Sexualpraktiken hingeben. Dies ist eine ausdrückliche Ermahnung, dass sexuelle Reinheit in Gottes Augen von größter Bedeutung ist. Und er erwartet von seinen Jüngern, dass sie dieses Gebot mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandeln. So erkennen wir, dass die Handlung nicht auf eine physische Dimension beschränkt ist, sondern sich auf eine Sünde gegen den Schöpfer selbst erstreckt, der die Sexualität so gestaltet hat, dass sie auf heilige und ganzheitliche Weise erlebt werden kann. In der heutigen Zeit wird sexuelle Verführung weitgehend erleichtert, sei es durch Medien, das Internet oder uneingeschränkte soziale Interaktionen, was die Wahrung der Keuschheit vor Herausforderungen stellt. Als Nachfolger Christi sind wir jedoch dazu berufen, Licht in den Schatten dieser Welt zu sein. Das bedeutet, einen anderen Weg einzuschlagen, einen Weg, der Gott verehrt und seinen Plan für unsere Existenz respektiert. Für diejenigen, die sich diesem Kampf mit der Sünde gegenübersehen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es durch Jesus Christus Hoffnung und Erlösung gibt. Gottes Gnade ist groß und reicht aus, um alle Sünden einschließlich sexueller Unmoral zu bedecken. Durch echte Reue und das ständige Streben nach Heiligkeit ist es möglich, unsere Beziehung zu Gott wieder aufzubauen und ein wirklich gesegnetes Leben zu führen. Nummer 5. Masturbation. Dieses Thema wirft zahlreiche Fragen und Diskussionen auf. Es ist jedoch unsere Pflicht, uns an die Heilige Schrift zu wenden, um Führung zu suchen und zu verstehen, wie Gott von uns erwartet, dass wir in Reinheit und Heiligkeit leben, auch in Bezug auf unsere Sexualität. In 1. Thessalonicher 4, Vers 3 und 4 gibt der Apostel Paulus ausdrückliche Hinweise und erklärt, dass Gottes Wille unsere Heiligung ist, dass wir uns der sexuellen Unmoral enthalten und dass jeder Mensch weiß, wie er seinen eigenen Körper kontrollieren kann, um ihn heilig zu halten, Ehre. Obwohl Masturbation nicht direkt erwähnt wird, ist das Prinzip der geheiligten und respektvollen Führung des Körpers für diese Debatte von großer Bedeutung. Masturbation wird oft als eine einsame Praxis angesehen, die in einem egoistischen Gebrauch des Körpers gipfeln kann. Als Christen sind wir aufgerufen, unseren Körper Gott und dem Dienst an seinem Königreich zu weihen und ihn als Heiligtum des Heiligen Geistes zu betrachten. Paulus erinnert uns in 1. Korinther 6, Verse 19 und 20, dass unser Körper Tempel des Heiligen Geistes ist, der in uns wohnt,
von Gott erkauft und nicht uns gehört. Wir wurden mit einem Preis erkauft, deshalb ist es unsere Pflicht, Gott in unserem Körper zu verherrlichen. Die Praxis der Masturbation kann aus mehreren Gründen im Widerspruch zu diesem Ruf zur Heiligung stehen. Erstens beinhaltet Masturbation oft sexuelle Fantasien, die Lust und Begierde fördern können, Gefühle, die den Lehren Christi über die Reinheit des Denkens und Handelns widersprechen. Jesus warnt uns in Matthäus 5, Vers 28, dass selbst der Akt, jemanden mit Begierde anzusehen, bereits einem Ehebruch im Herzen gleichkommt. Darüber hinaus kann Masturbation einen Kreislauf der Abhängigkeit erzeugen, der den Einzelnen isoliert und seine Energien und Wünsche in Richtung Selbstzufriedenheit lenkt, was sich nachteilig auf die Pflege gesunder und heiliger Beziehungen sowohl zu Gott als auch zu anderen auswirkt. Dies kann besonders problematisch sein, wenn es die Bildung ehelicher Beziehungen behindert, die Gott als Quellen der Liebe, der gegenseitigen Unterstützung und des spirituellen Wachstums gedacht hat. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass unser Gott ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit ist. Wenn Sie jede andere Sünde begehen, wissen Sie, dass die Gnade Gottes jederzeit verfügbar ist, um Vergebung und Heilung anzubieten. Johannes versichert uns in 1 Johannes 1,9, dass er treu und gerecht ist, um uns zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen, wenn wir unsere Sünden bekennen. Mögen wir daher, Brüder und Schwestern, danach streben, mit unserem Körper Gott zu verherrlichen und unsere Gedanken und Taten rein zu halten, wie es in den Heiligen Schriften beschrieben ist. Mögen wir diesen Herausforderungen nicht mit Verurteilung oder Scham begegnen, sondern mit einem Herzen für die Heilung, Liebe und Erlösung, die nur in Christus Jesus zu finden ist. Amen. Nummer 6. Prostitution. In 1. Korinther 6, Verse 15 und 16 übermittelt der Apostel Paulus eine kraftvolle und aufschlussreiche Botschaft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Prostituierten machen? Also keine. Oder wissen Sie nicht, dass derjenige, der sich mit der Prostituierten verbindet, einen Körper mit ihr bildet? Denn es steht geschrieben, die beiden werden ein Fleisch sein. Diese Lehre betont die Heiligkeit unseres Körpers als integralen Bestandteil des Leibes Christi und warnt uns vor den spirituellen Folgen unmoralischer Verbindungen. Paulus betont die Ernsthaftigkeit der Verbindung des Leibes, der ein Glied Christi ist, mit einer Prostituierten, da er dies als schwere Verletzung des heiligen Bandes betrachtet, das wir mit unserem Herrn teilen. Prostitution wird in der Heiligen Schrift nicht nur als sexuelle Sünde abgelehnt, sondern auch als Schande für den Körper selbst, der laut Paulus als Tempel des Heiligen Geistes betrachtet werden sollte. Darüber hinaus geht Prostitution oft mit Ausbeutung und Missbrauch einher, Aspekte, die im völligen Widerspruch zum christlichen Gebot stehen, den Nächsten wie uns selbst zu respektieren und zu lieben. Diese Sünde wird in der Bibel oft als Ausdruck geistiger Untreue symbolisiert. Propheten des Alten Testaments wie Hosea und Jeremia greifen oft auf das Bild der Prostitution zurück, um Israels Abkehr von Gott zu veranschaulichen und verdeutlichen, wie sowohl geistige als auch körperliche Untreue in den Augen Gottes wahrgenommen wird. In Hosea beispielsweise wird der Prophet selbst angewiesen, eine Prostituierte zu heiraten, was die Beziehung zwischen Gott und Israel symbolisiert. Trotz der Untreue Israels ist er immer noch der Empfänger der erlösenden Liebe Gottes und beweist die tiefe Hingabe und göttliche Barmherzigkeit, selbst angesichts der Übertretungen seines Volkes. Zusätzlich zur spirituellen Verurteilung bringt Prostitution schwerwiegende psychologische und soziale Folgen mit sich. Es erniedrigt die Beteiligten und schürt anhaltende Zyklen von Missbrauch und Ausbeutung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir als Kirche diese Tat nicht nur verurteilen, sondern uns auch als Akteure des Wandels positionieren und denjenigen, die an dieser Praxis beteiligt sind, Unterstützung, Fürsorge und Wege zur Genesung anbieten.
Als Nachfolger Christi sind wir aufgerufen, Gerechtigkeit zu suchen, Barmherzigkeit zu lieben und demütig mit unserem Gott zu wandeln, um unserer Rolle gerecht zu werden und Liebe und Erlösung in einer zerbrochenen Welt zu manifestieren. Micha 6, Vers 8 ruft uns zum Handeln auf und betont die Notwendigkeit, aktiv daran zu arbeiten, die Bedingungen zu beseitigen, die Prostitution fördern wie Armut, mangelnde Bildung und soziale Ungleichheit. Während wir diese Grundursachen bekämpfen, müssen wir auch denjenigen Barmherzigkeit und Wege der Wiederherstellung anbieten, die in diesem Kreislauf der Sünde und des Leidens gefangen sind. Dieser doppelte Ansatz spiegelt unser Engagement als Nachfolger Christi wider, Gerechtigkeit zu fördern, Mitgefühl zu üben und demütig an der Seite unseres Gottes zu wandeln. Nummer 7. Inzest, eine sexuelle Beziehung zwischen Verwandten. Brüder und Schwestern, heute stehen wir vor einem Thema von äußerster Schwere und Sensibilität. Inzest. Diese in der Heiligen Schrift ausdrücklich verbotene Praxis stellt einen direkten Verstoß gegen die Gebote dar, die Gott zum Schutz und zur Heiligung der Familie aufgestellt hat. Lassen Sie uns in die Heilige Schrift eintauchen, um die Tiefe dieser Sünde und Gottes klare Position dazu zu verstehen. In 3. Mose 18, Vers 6 finden wir Gottes ausdrückliche Anweisung an sein Volk. Niemand soll sich einem Verwandten nahen, der seinem Fleisch nahesteht, um seine Blöße aufzudecken. Ich bin der Herr. In diesem Kapitel werden dann mehrere Familienbeziehungen detailliert beschrieben, in denen sexuelle Beziehungen kategorisch verboten sind. Dieses Gesetzeswerk wurde geschaffen, um klare Grenzen abzustecken und die Integrität und Reinheit familiärer Beziehungen zu schützen. Das Inzestverbot geht über eine bloße soziale oder kulturelle Norm hinaus. Es ist tief in ethischen und spirituellen Prinzipien verwurzelt. Gott schuf die Familie als erste soziale Institution, die dazu bestimmt war, ein Zufluchtsort der Sicherheit, der Liebe und der moralischen Bildung zu sein. Wenn diese Grenzen überschritten werden, sind die Konsequenzen weitreichend und umfassen nicht nur spirituelle, sondern auch emotionale und physische Aspekte. Sie gipfeln oft in tiefen Traumata und genetischen Störungen, die über Generationen hinweg andauern können. Darüber hinaus ist Inzest mit Machtmissbrauch und Vertrauensbruch verbunden, Faktoren, die die Grundlagen gesunder familiärer Beziehungen untergraben. Die Heilige Schrift fordert uns auf, unsere Verwandten zu respektieren und zu ehren und die Integrität unserer Interaktionen mit ihnen sicherzustellen. Dieses Verbrechen ist in den Augen des Herrn so schwerwiegend, dass wir zusätzlich zu den Vorschriften im Levitikus zahlreiche andere Bibelstellen finden, die ein solches Verhalten ablehnen und die daraus resultierenden schwerwiegenden sozialen und spirituellen Konsequenzen offenbaren. Beispielsweise veranschaulichen die biblischen Erzählungen von Amnon und Tamar sowie von Lot und seinen Töchtern die schmerzhafte Realität und das Chaos, das Inzest in Familien auslösen kann. Als Nachfolger Christi sind wir dazu aufgerufen, ein Leben in Heiligkeit zu führen und die göttlichen Pläne für alle unsere Beziehungen zu respektieren. Wir müssen Bastionen aufrichtigen Verhaltens sein und ein familiäres Umfeld pflegen, dass die Liebe, den Respekt und die Reinheit widerspiegelt, nach denen sich Gott sehnt. Wenn jemand von uns unter Wunden leidet, die auf solche Übertretungen zurückzuführen sind, ist es wichtig, Hilfe und Heilung zu suchen. Die Kirche sollte ein sicherer Hafen sein, in dem Vergebung und Wiederherstellung durch die heilende Kraft Christi möglich sind. Für diejenigen, die solche Taten begangen haben, sind aufrichtige Reue und das Streben nach Erlösung unerlässlich, um die Wiederherstellung abzuschließen. Deshalb, Brüder und Schwestern, soll es unsere Verpflichtung sein, die Heiligkeit in unseren Familien zu bewahren. Mögen wir unser Zuhause vor Praktiken schützen, die Gott entehren und die Grundlagen der Familie untergraben. Möge der Herr uns befähigen, in all unseren Beziehungen Hüter des Glaubens und der Liebe zu sein. In einer Welt,
in der sich Moral und Werte zunehmend in den Strömungen der Moderne auflösen, ist es wichtig, dass wir unseren Blick auf die ewigen Wahrheiten richten, die in der Heiligen Schrift dargelegt werden. Sexualität, ein göttliches Geschenk an den Menschen, wird oft verzerrt und falsch interpretiert. Mit den Worten des Apostels Paulus werden wir ermahnt, nicht nach den Maßstäben dieser Welt zu leben, sondern uns durch die Erneuerung unseres Geistes zu verwandeln, damit wir den Willen Gottes prüfen und anerkennen können, der gut und annehmbar ist. Und vollkommen, Römer 12,2. Erstens ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit der destruktiven Natur sexueller Sünden auseinanderzusetzen, die zwar alt sind, aber auch heute noch äußerst relevant sind. Untreue in ihren verschiedenen Formen, ob körperlich oder emotional, untergräbt die Grundlagen, auf denen Beziehungen aufgebaut sind. In Sprüche 6, 32 werden wir daran erinnert, dass ein Mann, der Ehebruch begeht, ein Narr ist. Er tut es, um sich selbst zu zerstören. Dieser Vers verdeutlicht nicht nur die Schwere der Tat, sondern auch ihre nachhaltigen Folgen für die Person und ihre Umgebung. Darüber hinaus sehen wir uns mit einer Kultur konfrontiert, die Promiskuität normalisiert und die Heiligkeit der Ehe missachtet. Solche Respektlosigkeit wird in Hebräer 13,4 angesprochen, wo es heißt: Das Ehebett muss reingehalten werden, denn Gott wird Ehebrecher und alle sexuell Unmoralischen richten. Diese Anweisung dient nicht nur als Gebot, sondern auch als Warnung der göttlichen Gerechtigkeit gegenüber denen, die ihre Eheverpflichtungen missachten. Darüber hinaus offenbart die zunehmende Fokussierung auf Selbstbefriedigung durch Praktiken wie Masturbation eine Abkehr von biblischen Anweisungen, die uns dazu auffordern, unseren Körper in Heiligkeit und Ehre zu kontrollieren. 1. Thessalonicher 4,4. Diese Praxis fördert nicht nur die emotionale Isolation, sondern beinhaltet oft auch Fantasien, die Begierden schüren, die in Matthäus 5, 28 klar verurteilt werden, wo Jesus sagt: Wer eine Frau mit unreinem Geist ansieht, hat in seinem Herzen bereits Ehebruch mit ihr begangen. Wir sind auch mit der schweren Sünde der Prostitution konfrontiert, die die Menschenwürde herabsetzt, indem sie das Geschenk der Sexualität in eine Ware verwandelt. Dieses Verhalten wird nicht nur in 1. Korinther 6,15-16 verurteilt, es erweist sich auch als äußerst destruktiv, sowohl geistig als auch emotional. Paulus betont, dass unsere Körperglieder Christi sind und nicht auf unheilige Weise zusammengefügt werden sollten. Schließlich ist Inzest vielleicht eine der schockierendsten und verheerendsten Abweichungen in der Heiligen Schrift strengstens verboten. 3. Mose 18,6. Die Art dieser Übertretung verstößt nicht nur gegen soziale Normen, sondern schädigt auch die Familienstruktur zutiefst und verursacht irreparable emotionale und spirituelle Schäden. Hoffnung liegt jedoch immer in der erlösenden Botschaft Jesu Christi, der allen Vergebung und Erneuerung anbietet, die umkehren und danach streben, nach seinen Geboten zu leben. Paulus erinnert uns in 1. Korinther 6,11. Und das waren einige von euch. Ihr aber wurdet gewaschen, ihr wurdet geheiligt, ihr wurdet gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Diese Wahrheit bietet uns nicht nur Trost, sondern ruft uns auch zu einem Leben in Reinheit und Hingabe an Gott auf, der sein Licht in einer Welt widerspiegelt, die oft von Dunkelheit dominiert wird.